Sie waren interessiert an unserer Arbeit, aber halt nackt. Hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast. Mit Julian und CF. Liebe Bauwagenfreunde, setzt euch auf unser Tandem. Okay, eigentlich haben da gar nicht so viele Leute Platz, dann müssen wir mehrere organisieren. Aber Hauptsache, es geht immer der Nase nach. Und dafür haben wir heute zwei Leute hier. Einen kennt ihr, das ist Julian. Und einen, den wünscht ihr euch und den haben wir organisiert. Oder beziehungsweise Julian hat ihn organisiert. Julian, bist du da? Ja, ich bin da, absolut. Ja, den kennt ihr aber auch, denn wir haben unseren Stargast da. Und es ist fast ein Jahr her, dass wir eine Folge mit ihm besprochen haben. Er hat zusammen mit Peter Lustig vor der Kamera gestanden, unter anderem in dieser Folge, die wir heute besprechen. Patrick ist wieder da. Dankeschön, dass du nochmal zu uns gekommen bist hinter dem Bauwagen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und das mit dem Stargast, das geht ja runter wie Butter. Ja, wir erwähnen dich relativ oft. Ich muss zugeben, ich sage öfters Marienkäfer, Patrick, weil das halt mir die größte Erinnerung geblieben ist. In dieser Folge sehen wir ja, dass du auch noch andere Facetten hast. Ja, das relativiert natürlich wieder der Marienkäfer. Aber okay. Genau. Also diesmal bist du ja eher so der Pfadfinder, ne? Der Schatzsucher, Patrick, kann man sagen, in dieser Folge. Genau. Du hast ja, als ich dich gefragt habe, ob du nochmal zu uns kommen möchtest und welche Folge dir so vorschwebt, hast du diese Folge aktiv vorgeschlagen und hast gesagt, das hängt damit zusammen, dass da der Walddreh in Erinnerung geblieben ist und es hätte was mit Nudisten zu tun. Wollen wir das im Vorfeld direkt mal auflösen? Was ist deine Kernerinnerung an diese Folge? Die Kernerinnerung ist, dass wir im Grunewald gedreht haben in Berlin, im Norden vom Grunewald, auf einer Lichtung. Und was soll ich sagen? Es waren Nudisten im Bild. Es war ein Pärchen, zwei Männer, die gesehen haben, dass wir dort gearbeitet haben, beziehungsweise wir Kinder hatten unseren Spaß und die anderen haben gearbeitet. Und die waren auch mit dem Fahrrad da und die zogen sich halt aus und legten sich weiter hinten in der Lichtung hin und schauten halt zu und sonnten sich. Lagen aber im Bild. Da musste dann immer der Regieassistent hin und sie bitten, sich woanders hinzulegen, weil es ist ja eine Kindersendung, das geht ja nun nicht. Und das wiederholte sich, glaube ich, einmal dann nochmal, wo sie eine andere Einstellung und schon wieder lagen die Herrschaften in weiter Entfernung nackt im Bild. Sie blieben beharrlich dabei, sind nicht woanders hingegangen. Sie waren interessiert an unserer Arbeit, aber halt nackt. Und das ist halt okay. Gut, dass du sagtest, der Regisseur hat gearbeitet, ich habe jetzt hier durchgeskippt, also wo ist denn die Aufnahme, das habe ich nicht mitbekommen, aber okay, da wurde sich drum gekümmert, dass das nicht reinkommt. Genau, das ist in Erinnerung geblieben. Sie waren interessiert, sie waren lieb und nett, sie waren auch hübsch, aber sie waren leider nackt. Wären so gute Statisten gewesen, Mist. Ja, absolut. Ja, diese Folge ist der Staffelauftakt der Staffel 2, insgesamt Folge 14, immer der Nase nach. Es ist ein Ohrwurm, der uns am Anfang direkt präsentiert wird. CF und ich haben uns heute schon per Telegram Sprachnachrichten ausgetauscht und eigene Versionen dieses Ohrwurms gemacht. Ich kannte die Folge nicht. Ich mag ja die uralten Folgen wahnsinnig gerne. Deswegen werde ich hier heute sehr viel Liebe die Folge bewerten. Wollen wir den Pressetext erstmal vorlesen, um wirklich Leute abzuholen, damit man richtig informiert ist? Wie machen wir das denn? Wir haben nur zwei Sätze. Ja, ich mache einen, du machst einen. Das ist Patrick heute da, okay. Erlöst. Das dann, sitzt, ja, Patrick sitzt auf dem Drom und lässt sich einfach feiern. Genau. Ich genieße. Heute machen Peter, Trude und Willi einen Ausflug in den Wald. Dort treffen sie geheimnisvolle, schatzsuchende Indianer. Genau. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben bei dem Text, ich sag's dir doch. Und sie fahren vor allen Dingen immer der Nase nach. Patrick, wann hast du diese Folge zum letzten Mal gesehen? Na, ich nehme mal an, vor 39 Jahren. Tatsächlich. Also auch die Präsenz in unserem Podcast letztes Jahr hatte ich nicht dazu angehalten, nochmal alles durchzugucken. Nein, nee. Also zentral in Erinnerung, das war ja damals die Folge, die wir besprochen haben, der Käferzoo. Ja, und hier der Nase nach blieb mir halt auch in Erinnerung, halt durch das erwähnte Detail. Und der Drehort im Wald und was wir da dann als Kinder gemeinsam gemacht haben. Aber, das muss ich auch dazu sagen, ich hatte die Anzahl der Kinder vergessen. Da war noch ein Junge bei, an den konnte ich mich gar nicht erinnern, erst als ich ihn jetzt sah. Also 40 Jahre ist schon ein langer Zeitraum und ich da sowieso verblassen manche Dinge schon. Respektabel, dass du überhaupt 40 Jahre, ich meine, das ist älter als wir beide sind, Julian und ich. Aber zusammen noch, ja.
Ja, ich weiß, du machst ein Geheimnis um dein Alter, aber sei nicht so. Über 40 ist es noch nicht. Hat man da nicht damals, wenn man so mitgewirkt hat, irgendwie die Folge zugeschickt bekommen auf VHS oder irgendwas? Oder hat man einfach gesagt, Nein. Hier ist die Ausstrahlung und ja, danke für deine Mitwirkung? Nein, überhaupt nicht. Also das Okay. Wir haben nichts bekommen. Ja. Also kann man halt meinen, Obolus so, ne, fürs Mitmachen, ja klar. Hm. Nein. Das einzige Erinnerungsstück, was ich noch irgendwo in meinem Fundus habe, ist ein Drehbuch, ein altes. Aber, und ich hatte das Poster hatten wir bekommen, was am Anfang einer Folge von Löwenzahn abgefilmt wird. Ach, tatsächlich? Hatten wir als Poster geschenkt bekommen. Das hatte ich auch jahrelang. Ist auch noch gar nicht mal vor allzu langer Zeit dann doch irgendwann entsorgt worden. Oh. Mhm. Also die Filme, nein, die habe ich erst in den 2000er Jahren, kam ich mal auf die Idee, beim ZDF nachzufragen. Und die schickten mir zumindest auf einer Kassette den Käfer zu. Naja, also du kannst den Rest gerne komplett von uns haben. Ja, das ist kein Problem. Solltest du schon haben. Aber gerne doch. Als Erinnerung und auch natürlich zum Auffrischen vielleicht, ne, dass man so, ach ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Vielleicht kriegen wir durch den Podcast irgendwann alle Kinder mal zusammengesucht und dann gibt es eine kleine Reunion und dann könnt ihr nochmal auf Schatzsuche gehen. Ne? Mit Sicherheit. Auf Schatzsuche. Oh mein Gott. Da braucht es dann erwachsene Männer, weil die machen ja größere Schritte. Das alles lernen wir heute hier. Es ist auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Folge, weil sie nicht am Bauwagen spielt, Punkt 1, und weil sie direkt mit einem Lied beginnt, das halb gesprochen und halb gesungen wird, aber penetrant immer wieder, wir fahren, immer der Nase nach, wir fahren. Also erstens mal noch nie so früh einen Song bekommen, zweitens mal, eigentlich fand ich den Song nicht so gut, aber der Refrain, die Hook, die sitzt aber richtig, also wirklich. Ja. Hält auf jeden Fall fest und Trude sitzt bei Peter hinten drauf. Willi läuft vorweg, der Hund spielt nicht so eine große Rolle in dieser Folge. Hast du mit dem Hund auch irgendwie Berührung gehabt? Ja, doch, wir Kinder haben mit dem Hund gespielt, das weiß ich. Ja. Ich bin der Meinung, der Peter Lustig hatte den Hund mitgebracht, dass der Hund scheinbar wirklich zu irgendwie gehört hat. Das war sein Hund, ja. Ja, und das weiß ich jetzt nicht, ob direkt oder aus seinem Umfeld, aber der Hund gehörte zu ihm, sage ich mal. Auch im wirklichen Leben scheinbar. Wir haben mal in einer Folge 26 von Löwenzahn erfahren, dass der Hund auch wirklich bis, ich weiß nicht mehr, war das Heidelberg oder irgendwo in der tiefen Höhle Leichling war das doch, ne? Das ist da also irgendwo dabei, Nähe Stuttgart. Ja. Da ist der sogar per Flieger angereist, der Hund. Mit einer extra Box, genau. Da kam der Hund mit dazu. Ja, das war damals so gedacht, ne, dass Peter einfach immer einen Hund hat. Es ist sehr, sehr schön. Ich mag das gerne. Also erstmal vorweg, Zef und ich sind da so ein bisschen, da ist dann die Generation, ne? Ein paar Jahre machen da großen Unterschied. Ich mag den alten Stil von Löwenzahn. Ich bin ein Fan der alten Sesamstraße. Ich mag solche langsamen Geschichten, so auch in diesem Stil, um ein bisschen anzugucken, wie war das früher? Man hat ja sich wesentlich mehr Zeit genommen. Ich werde heute sehr, sehr positiv diese Folge mit euch durchsprechen. Ich habe sie zweimal sehr gerne geguckt. Es gibt ein Element, da können die Schauspieler aber nichts dafür. Die Bildergeschichte, ja, das ist halt nichts mehr für mich. Ne? Aber ansonsten so mal so ein bisschen den Blick nach damals zu richten, das finde ich sehr schön. Das Lied hat sehr viele Strophen. Es ist ein absoluter Ohrwurm und man weiß trotzdem nicht, wohin fahren sie denn jetzt? Ne? Was wollen sie denn jetzt da im Wald, Zef? Trude zeigt ja einmal auf ein sehr großes Schild, das zur Stadt heißt, aber Peter ignoriert dies einfach. Klar, sie sieht nicht, dass sie zeigt, sie sagt aber auch nichts und dementsprechend verirren sie sich irgendwann, sind im Wald, verlaufen sich, finden sich auf einmal überhaupt nicht mehr wieder, haben sich anscheinend sehr weit wegbewegt und wollen da eigentlich nur nach Hause, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Schild ist auch sehr schön, zur Stadt steht da drauf und da ist auch eine kleine Stadt aufgemalt. Es ist riesig, das Schild. Es ist einfach komplett ignoriert worden. Und die wurde ausgestrahlt im Januar, scheint aber auch ein bisschen in der Kälte gedreht worden sein, denn man sieht den Atem der beiden. Das kann natürlich der Luftfeuchtigkeit im Wald geschuldet sein, aber vielleicht fragen wir mal einen Insider. Weißt du, welche Jahreszeit das war, Patrick? Das muss schon im Sommer gewesen sein. Okay. Also den Teil, den wir gedreht haben, das war im Sommer. Ich bin mir auch, wie gesagt, wir haben ja in Berlin gedreht. Ich weiß nicht, ob sie die Szene, wo sie über die Felder fahren, wo sie die gedreht haben, das sieht für mich so nach Berlin-Lübars aus. Das ist im Norden von Berlin. Aber ob sie es nicht vielleicht doch auf nebenbei irgendwo mal in Westdeutschland gedreht haben, ich weiß es nicht. Oder halt an einem ganz anderen Tag mit einer anderen Folge verbunden und dementsprechend war es früh morgens oder wie auch immer.
Also ist auf jeden Fall sehr deutlich Atem erkennbar. Für alle, die das jetzt auf YouTube geschaut haben, es tut mir leid. Erstmal habt ihr den Song überhaupt nicht mitbekommen. Der ist nämlich komplett weggeschnitten. Ja. Und zweitens ist die Qualität aber sowas von unterirdisch. Also ich weiß nicht, ob ihr Atem gesehen habt. Das ist wirklich nicht anschaubar. Die sehen die ganze Zeit Atem, wenn sie sich die Folge angucken auf YouTube. Ja, ich glaube auch. Aber so ein Lied weggeschnitten ist blöd. Aber da erkennt man ja die Ansprüche der Gegenwart zu damals. Ja. Wo wir das gesehen haben, war schön. Also da hat man auf solche Details ja nicht geachtet. Und so sieht man ja die Perfektionierung der Aufnahmen, der Aufnahmetechnik der letzten 40 Jahre, absolut, wo heute darauf geachtet wird. Das merkt man auch oft, wenn man so Filme sich in Top-Qualität anguckt, die man vorher nie so sehen konnte. Also, ja, und damals ging man ja als Macher davon aus, naja, die können ja jetzt nicht irgendwo schnell Pause drücken, wenn der Film läuft oder die Serie läuft. Ne? Das und wenn da beim Pumuckl so ein Nylonfaden ist, den hat man als Kind nicht wahrgenommen und jetzt natürlich auf Blu-ray rausgebracht, da siehst du das sofort. Ein Beispiel von vielen, wo das so ist. Aber das ist doch nicht so schlimm. Ja, genau. Nun gut, wir wollen uns ein bisschen umschauen. Peter will wieder auf hohe Bäume klettern. Trude will lieber, dass er mitkommt oder dass Peter da bleibt. Naja, sie treffen sich ab einer gewissen Uhrzeit wieder. Das Problem ist, Trude hat gar keine Uhr. Und ja, sie haben sich verlaufen. Wie kommen wir jetzt weg? Peter sagt, naja, am besten gucke ich doch einmal von oben die Wege an und dann bin ich gleich wieder da. Trude hat in der Tat ein bisschen Panik und sagt, ja, wie sollen wir uns wiederfinden? Ich glaube, sie gibt ihm nur 10 Minuten Zeit und er will seine Uhr aber mitnehmen, aber macht ihr, und das kann er ja nur wirklich, aber das haben wir natürlich inzwischen auch schon ganz oft gesehen, eine Sonnenuhr. Wie die funktioniert, wissen wir inzwischen. Ich glaube aber, dass das damals das erste Mal war, dass in Löwenzahn eine Sonnenuhr gezeigt wurde. Also ich hätte das als Kind auch spannend gefunden. Das ist ja Folge 14. Zunächst bekommen sie erst wieder in Folge 100 erklärt, die Sonnenuhr, da aber auch wirklich auf komplett hilflose Mittel, denn hier wird ja gesagt, naja, wie finden wir raus, wo Süden ist? Wir gucken einfach auf unsere Uhr. Ach so, dann brauchen wir auch keine Sonnenuhr, lieber Peter, wenn wir eine Uhr haben. Aber ja, okay. Naja, gut, er will ja die Sonnenuhr für Trude machen. Ja, genau. Damit, weil er geht ja mit der Uhr dann weg. Ne? Aber umso sinnloser, dass er ihr nur 10 Minuten Zeit gibt, weil das kriegst du mit der Sonnenuhr jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich das, mit. Das ist dann wirklich so Pi mal Daumen. Ne? Also hat es sich ein bisschen bewegt, da? Das sind noch wohl 10 Minuten. Ja, weil sie hat natürlich Angst, dass er nicht wiederkommt. Ne? Und sie kennt ihn ja auch. Und wenn Peter erstmal unterwegs ist, dann merkt man ja, dann lässt er sich leicht ablenken. Und dann wird noch erklärt, naja, man kann ja auch Westen daran erkennen, dass dort Moos wächst. Das ist so ein ganz alter Satz, der aber auch schon 1000 Mal widerlegt wurde, weil es dann doch nicht an anderen Faktoren liegt. Es wächst nicht immer in jedem Westen Moos. Es liegt da auch wirklich an viele, viele andere Stellen. Aber na gut, nehmen wir gerne so mit. Es wird dann noch gesagt, ja, wo ist denn jetzt die Stadt? Ja, Trude, das müsstest du doch wissen. Also, ihr seid doch nicht weit weg vom Weg. Du hast ein großes Schild gesehen. Na gut. Ja, das ist halt das Problem, wenn man immer der Nase nach unterwegs ist. Ne? Vor allen Dingen, es nützt ja auch alles nichts. Du weißt ja gar nicht, ist die Stadt jetzt im Norden, Süden, Osten oder Westen, ne? Ja gut, die können doch nicht weit weg vom Weg sein. Fahr den zurück, such dieses wirklich sehr winzige Schild und fahr dann dementsprechend nach. Aber na gut, nehmen wir so hin. Kommen wir lieber zur viel wichtigeren Szene. Peter klettert auf einen Baum und wir bekommen random Bilder von Gras, Steinen, Zweigen, die alle ein bisschen, suspekt angeordnet sind. Die sind nicht umsonst da. Das ist so eine sehr langsame Filmweise. Ich glaube, das ist das, was du magst, Julian. Dieses total entschleunigte. Mhm. Ja, werden wir später merken. Ich mag lange das überhaupt Szenen, nicht. Lange Gespräche. Fritz Fuchs ist mir zu dynamisch. Da passieren mir zu viele Szenen in 5 Sekunden. Aber das ist mir zu langsam. Das ist wirklich so, gucke ich mir gerade einfach nur 10 Sekunden einen Stein an oder hat das jetzt noch einen Sinn? Es hat einen Sinn, denn jetzt kommt Stargast Patrick und 3 andere Gestalten Indianer zurück. Sagen wir es, wie es ist. Damals konnte man das noch so sagen. Die haben Indianer gespielt mit Pfeil und Bogen. Tja, das war die Zeit. Das war die Zeit, genau. Also es ist ein Zeitdokument. Ja, und wir sehen ja, Patrick, du bist der Hauptmann, oder? Du hast die größte Krone von allen. Du hast ja eine richtige große Federkrone. Ich glaube, ich hatte auch den breitesten Kopf, also. Gut, das habe ich nicht gesagt. Auch da war schon abzusehen, dass ich ein bisschen pummelig werde. Vielleicht, frag du zuerst. Ich wollte fragen, ob ihr an der Bemalung mitgewirkt habt oder hat man euch das so gemacht? Das wurde so gemacht. Mhm. Also da hatten wir keinen Einfluss. Also die Professionalität, die war denn schon dadurch, die Maske. Ja, Professionalität also Maske war immer da. Das
können wir drüber streiten. Das sieht ja auch sehr selbstgemacht aus. Das sollte ja so aussehen, als hätte das Kinder gemacht. Ne? Ja, aber du siehst es wieder mit den Augen des Jahres 2022. Okay, gut, das stimmt. Das ist so mein Eindruck, das Gefühl, was ich hatte bei den Aufnahmen, jetzt zurückblickend, da wurde na nicht geschummelt, wie soll ich sagen, improvisiert, da wurde so wie Willi mitgebracht wurde als Hund. Mhm. Heutzutage hätte man wahrscheinlich einen Hundetrainer, der sich um den Hund kümmert und sowas. Wahrscheinlich hieß es einfach, Peter Lustig hat den Hund, bring mit. Mhm. So, wir machen für die Kinder Kostüme mit wie Indianer, also wird einer einfach irgendwo in den nächsten Laden gelaufen sein, ein paar Sachen, Utensilien gekauft haben. Ich weiß nicht, wie viel heute da investiert wird bei der Organisation und Bereitstellung solcher Dinge bei einer Produktion, aber damals schien es mir doch sehr, sehr hemmsärmlich zu sein. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die anderen Kinder, die kanntest du nicht soweit. Es kann sein, dass ich dich das vor einem Jahr schon mal gefragt habe oder so. Das hast du. Dich zu entschuldigen. Der Walter, doch, der war ja bei mir in der Schule, da sind wir mal zusammen abgeholt worden. Das war der blonde Junge. Okay. Den guten, den kannte ich aus der Schulzeit. Das Mädel hieß, glaube ich, Katja, da weiß ich auch nicht. Da weißt du, warte mal, Annette Fuchs haben wir hier stehen. Das Annette, ist aber nicht, Annette. Ist doch, stimmt doch, das? Doch, okay. Annette. Okay. Ich war auf Katja, Entschuldigung. Oh, Annette, entschuldige bitte. Die Annette war auch aus dem Norden Berlins, glaube ich, aus Reinickendorf. Und der Junge, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, der Letzte, der also wir haben hier, aber, wir haben hier Dirk Wähler und Carsten Wittkopf stehen. Das wissen wir jetzt nicht, ob das stimmt. Dirk Wähler stimmt, das ist der, okay, der aus meiner Schule war. Ja, okay. Komm, was hatte ich gesagt? Ja, Walter. Also, das stimmt, weiter. Der Dirk. Nee. Dirk W. mit W. Der Dirk Wähler war bei mir in der Schule. Und der andere Junge, ich glaube, der war als Schauspieler, als Darsteller auch aktiver als wir alle anderen. Okay. Also das wäre dann der Carsten Wittkopf gewesen. Ja, wenn ich mich... Weil so, der das kommt jetzt so langsam hoch, wenn wir drüber sprechen, wenn ja, ich drüber nachdenke. Kein Problem. Der hat nämlich sonst nur in insgesamt einer anderen Folge mitgespielt. Also Annette hat irgendwie in mehr Folgen mitgespielt, aber die hat selten einen Namen. Die wird immer nur als Mädchen bezeichnet. Das finde ich witzig, weil in der Folge werden die Namen ja überhaupt nicht genannt, werden aber so gelistet. Aber Annette, vielleicht wurde sie ja damals in der Produktion auch nur als Füllkind. Wir brauchen ein paar Füllkinder. Ja, wahrscheinlich. Dann kam die Annette um die Ecke. Nee. Ja. Nee, aber ich behaupte, der andere Junge, der dunkel in Erinnerung, deutsche Oper, irgendwie so eine Geschichten da als, okay, Statist, sowas in der Art, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ganz dunkel kommt da wieder irgendwas hoch. Große Frage ist dann natürlich, wie weit bestand dann der Kontakt noch weiterhin oder ist das sehr schnell im Sande verlaufen? Voll im Sande, also zu der Annette überhaupt nicht. Und den Dirk, ja klar, den habe ich auf dem Schulhof gesehen. Mhm. Und das war's denn. Man traf sich zum Film, netten Tag gemeinsam mit dem Filmteam zu gestalten, zu machen. Und abends wurde man nach Hause gefahren. Hat man sich dann so in den Pausen ausgetauscht? Wie kommt das bei euch an, bei den Eltern, in der Schule generell? Nein. Okay. Also nein, überhaupt nicht. Also ich habe es gemacht. Natürlich habe ich stolz davon erzählt. Und wenn man extrovertiert ist, dann erzählt man doppelt so viel. Und sicherlich, das hatte ich letztes Jahr auch gesagt, habe ich mit Sicherheit auch Neid erregt und musste dann entsprechende Kommentare einstecken, aber der Dirk und ich haben uns da jetzt nicht ausgetauscht oder da ist mir auch nichts Schlimmes daraus resultiert, sage ich mal, okay, im Zusammenhang mit den anderen Kindern. Beim Käferzoo hast du noch gesagt, die Eltern waren alle immer anwesend, die waren dann ja auch die Statisten des Käferzoos, ne? War das hier auch, die waren alle im Wald anwesend? Nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Beim Käfer war es so, weil sie hatten Statisten gebraucht als Darsteller, okay, als Publikum für den Käfertanz, den wir da aufgeführt haben. Hier nicht. Hier sind wir morgens abgeholt worden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob aus der Schule oder direkt von zu Hause, aber ich nehme eher von zu Hause, weil wir eher bei Morgenlicht vormittags gefilmt haben. Sieht man auch vom Licht, ja, von der Lichtqualität. Dennis kommt ja von Süden. Nein, Spaß, ich weiß es nicht. Ja. Okay. Und also wir sind abgeholt worden morgens mit, ich weiß nicht, mit irgendeinem VW-Bus. Es gab immer eine Dame, die nur für uns zuständig da war. Hm.
ich nehme an, eine Studentin Ende 20 irgendwo. Das waren ja für uns damals schon erwachsene Menschen. Absolut, ja. Das stimmt. Und die Damen, die Mädels, die haben sich dann um uns gekümmert. Die sind mit uns dann auch Mittagessen gegangen. Das hat nicht das ganze Team gemeinsam gemacht. Wir wurden da, haben da eine Sonderbehandlung bekommen. Vielleicht ist der eine oder andere von dem Team ist dann auch mit essen gegangen. Wie gesagt, das Tollste war ja, dass wir so viele Nachspeisen haben durften, wie wir wollten. Das ist bis heute in Erinnerung geblieben. Das bleibt ja, wirklich damit, in Erinnerung. Ja, krass, natürlich. Ja. Mit 10 Jahren habe ich gelernt, was Spesen sind. Das ist genial. Und, am besten noch gegessen und einkassiert, das Geld dazu. Nein, nee, so weit haben wir es nicht getrieben. Wie gesagt, immer die kindliche Sicht dahinter. Wir waren begeistert. Ich kann mich nur erinnern, dass wir einmal den Mittagessen waren gemeinsam und ich wollte wie damals haben, Malzbier. Ah, okay. Und das habe ich nicht bekommen, weil die Betreuerin der Meinung war, da ist Alkohol drin. Oh, ja, okay. Und da ging es dann heiß her am Tisch, da kann ich mich an, ich will wieder Malz haben. Nein, kriegst du nicht, das ist ein Alkoholgetränk. Ich aber sagen, 40 Jahre später, das glauben immer noch Menschen. Das hat sich nicht geändert. Ja. Vielleicht sollte man aber endlich aufhören, das in so einer braunen Bierflasche. Ne? Ja, oder man sollte aufhören, das in so einer braunen Bierflasche mal zu verkaufen. Vielleicht begreift man es dann mal. Ja. Also es war die einzige Enttäuschung, muss ich dazu sagen, bei der Produktion. Aber ansonsten war es super. Das ist 40 Jahre später. Was bleibt in Erinnerung? Ich habe kein Vita-Malz bekommen. Ja. Na gut. Aber vielleicht bekommst du ja bei der Schatzsuche nachher noch was. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Julian, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Zum nächsten Baum oder wie? Schauen wir den Kindern ein bisschen beim Spielen zu. Ne? Und Peter trifft die ja relativ schnell und wird dann, ja, eigentlich will er ja von denen auch nur wissen, wie komme ich denn jetzt hier raus aus dem Wald. Ne? Er fragt sie nach dem Weg und wird dann gleich eingebunden in eine Schatzsuche, denn er kann ja größere, richtige Schritte machen und wird jetzt erstmal quasi beordert, diesen Schatz mitzufinden und trifft dann, das ist dann wohl der Dirk, den er da dann trifft, oder was? Der mit dem roten Gestreiften, das ist der Dirk, genau. Ja? Ja, okay, genau. Mit dem schießt er sich erstmal kurz. Ich finde, er ist aber sehr gut im Rollenspielen. Also er sagt schon direkt, oh, Bleichgesichter und... Ja, stimmt, ja. Aber er sagt auch, er möchte keinen Schatz. Das nehme ich ihm nicht ab. Sonst ist er bei allem immer dabei. Oh, Kartoffelkönig, oh, längster Nudelwettbewerbskönig, sonst irgendwas. Hier noch Rätsel lösen. Aber ja, den Schatz, nee, den will ich nicht. Er guckt sich auch die tollen Zeichen an und ist ganz beeindruckt davon. Ja. Und dann sagt er Dirk, ja, das haben wir selber uns ausgedacht, ne? Ja, genau. Und er erklärt ja dann, also Dirk erklärt dann noch so ein bisschen die Indianerspiele. Also sprich, welche Zeichen gibt es, wo, was für was steht Wasser, Kreuze und sonst irgendwas. Schön finde ich natürlich erstmal, er erklärt so die Symbole. Also Kreuz bedeutet hier nicht weitergehen. Und Peter sagt dann, ah, das sind die offiziellen Symbole. Nee, die haben wir uns selbst ausgedacht. Also okay, gut, dann merke ich mir das halt nicht mehr. Das bringt ja anscheinend nichts. Es ist auch eigentlich nur eine kleine Brücke, um die Bildergeschichte mit dem Schilderwald zu erzählen, von einem kleinen Jungen, von einem kleinen Troll, der völlig überfordert ist, ob der ganzen Schilder. Ja, also da kann ich leider jetzt inhaltlich wirklich nichts zu sagen, obwohl ich sie zweimal gesehen habe. Wie willst du auch was dazu sagen, wenn keiner was zu dieser Geschichte überhaupt sagt? Denn diese Geschichte ist, ich glaube, das ist einmalig, erstmals ohne Off-Text. Sie kommt nur mit einer sehr ohrenbetäubenden Musik daher und zeigt im Prinzip nur Bilder, wie in einer Bildergeschichte sich das gehört. Aber den Inhalt, den musst du dir ja philosophisch selbst rausziehen, würde ich mal sagen. Ja. Und damit würde ich sagen, ist das auch schon abgehandelt, weil da möchte ich wirklich nicht weiter drauf eingehen. Okay. Stattdessen geht jetzt die Schatzsuche erst richtig los und Peter ist da jetzt dann doch mit Feuer und ganz viel Eifer auf jeden Fall dabei. Und jetzt geht es auch wieder darum, das ist natürlich etwas, was ich wirklich nicht verstehe. Jetzt zeigt er uns wieder einen Kompass. Ja. Was verstehst du daran nicht? Dass die Nadel immer nach Norden zeigt, aufgrund des Magnetismus, oder? Ja, also das ist halt relativ oft so, dass wir so eine Kompassnadel gezeigt bekommen bei Löwenzahn. Ja. Also ich hätte zum Beispiel als Kind bei so einer Schatzsuche, wenn er jetzt geschrieben hätte, gestern hätte so und so viel Grad und so, das hätte ich nicht, da wäre ich schon überfordert gewesen.
Naja, wir haben ja in der Magnetfolge geklärt, wir akzeptieren einfach, dass die Welt so tickt. Ja, und dann ist das gut. Aber er erklärt es ja, er erklärt ja, das ist ja so ein Marschkompass, sagt er. Mhm. Und erklärt der Annette oder beziehungsweise Mädchen erstmal überhaupt, wie das Ding funktioniert. Denn sie hat ja überhaupt gar keine Ahnung. Sie freut sich, dass ein Schminkspiegel drin. Och, Julian. Oh. Das ist natürlich ganz klischeehaft, hat das Mädchen, das namenlose Mädchen hat das gefordert. Das ist ein Schminkspiegel. Aber sie freut sich ja richtig, das einzusetzen, aber weiß überhaupt nicht, wie es geht. Peter ist wirklich so unfassbar lieb und erklärt das alles und spielt das ganze Spiel mit. Nachher erklärt er die Karte auch noch ein bisschen. Ich finde es wirklich, das ist eine richtig liebevoll gestaltete Schatzsuche. Ja. Ja, und vor allen Dingen macht Peter ja Erwachsenenschritte. Er macht ja im Prinzip die richtigen Schritte. Also sonst wäre der Schatz ja auch für ewig verborgen geblieben. Was ich so ein bisschen interessant finde an der Szene ist, dass einer von den Kindern, das war natürlich Patrick, sehr stark hustet. Und zwar mehrfach und das ist trotzdem in der Folge drin geblieben. Ja, okay. Nehme ich so hin, lieber Audiomensch, der dafür zuständig ist. Können wir da mal einschreiten? Ich weiß nicht, wie oft wir das wiederholt haben, dass sie das zugelassen haben. Also. Irgendwann sagt man dann, ach, ist okay jetzt. Weißt du denn die Szene mit Dirk, wo er diese ganzen Indianerspiele erklärt? Die ist wirklich sehr, sehr lang. Dirk verhaspelt sich auch so ein paar Mal in den Sätzen. Weißt du da ungefähr, wie lang so eine Szene war? Oder hast du einen generellen Durchschnitt, wie oft? Nein, also es gab, ich kann mich nur erinnern, dass ein, zwei Mal in den ganzen Folgen, wo ich mitgemacht habe, wo es wirklich so 8-mal wiederholt werden musste und das war dann wirklich schlimm. Ja gut, aber 8-mal ist eigentlich noch, das geht. Also Julian und ich haben Produktion mitgemacht, da sind aber 20, 30 Takes manchmal drin. Oh ja. Aber, ja nee, das war so 8-mal oder so. Das Problem ist ja bei den Kindern, die fangen ja an, dann inklusive mir damals, dann irgendwann völlig unkonzentriert zu werden. Ja, das kann ich bestätigen, ja. Und das bedeutet also, irgendwann wurde da noch abgebrochen und der Tontechniker sagte bloß, ja, ich krieg das schon irgendwie zusammengebaut. Ah, okay, das erklärt vielleicht die Hustenszene. Ja. Also bei dem jetzt nicht, bei der Hustenszene, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber letztes Jahr besprochenen Folge beim Käfer zu, da war es tatsächlich so bei einer Aufnahme, dass es so schief ging, dass hinterher der Tontechniker was zusammengebaut hat. Ja, das kann ich aber sehr gut bestätigen. Wir hatten auch ein paar Mal schon mit Kindern gedreht und am Anfang sind die richtig motiviert und du denkst, wow, was können die eigentlich alles? Und dann so nach 5, 6 Stunden merkst du, dass sie einfach nur noch Albernheiten machen und sich überhaupt nicht mehr auf die Sachen konzentrieren. Und dann denkst du dann wirklich, hui, schwieriger Drehtag jetzt. Das sah noch vorhin noch ganz anders aus. Ja, aber gut, so war der Dirk. Ja, klar, weil es bleibt halt ein Spiel für ein Kind den ganzen Tag über. Ja. Und ein Kind merkt ja dann auch irgendwann, dass dann die Erwachsenen da auch angespannt werden und genervt. Also genervt ist jetzt übertrieben. Da war immer gute Stimmung. Aber ja, doch. Das lässt dann auch irgendwann nach im Laufe des Tages. Wir haben da ja auch nicht bis spät abends gearbeitet. Also ich behaupte, auf den Nachmittag um 3, 4 waren wir wieder zu Hause. Naja, okay. Das geht in der Tat. CF, wenn du dir die Karte mal anguckst. Ja. Zum Beispiel bei Minute 20, Sekunde 48. Was fällt dir hier auf? 20 Sekunde 8, Sekunde 80? 18 48. Meinst du? 48, oh, dann habe ich was völlig anderes verstanden. Ja, was, achso, ich soll nur sagen, was mir da auffällt. Ja. Ist es die Schrift unten oder meinst du Neustadt statt Bärstadt? Neustadt, genau. Ja, Neustadt. Das meine ich natürlich. Da kommt natürlich wieder die Verbindung zu Bibi Blocksberg zustande. Ach so, oh mein Gott. Du normalerweise Nein, immer hier auftust. Das habe ich verpasst. Nein. Elfi Donnelly. Ja, okay, aber Neustadt ist, das muss er wirklich sagen, Neustadt ist so was wie Max Mustermann, etwas, ja, was schon man klar, eigentlich immer nutzt. In erster Linie ist es bekannt geworden durch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Ja, okay, der berühmte Zoll Neustadt. Und er ist mit Elfi Donnelly verheiratet gewesen. Zu der Zeit noch, glaube ich, ja, also in den ersten Folgen war das auf jeden Fall. So. Ja, okay, Punkt für dich, hast du rausbekommen, habe ich nicht verstanden. Dass da nicht Bärstadt steht, das war mir klar, aber er hat ja immer der Nase nach schon ganz schön, ist er schon ganz schön weit gefahren. Da ging ich nicht davon aus, dass Bärstadt draufsteht. Hast recht, ich gebe es ja zu, Dann wäre er wirklich nicht weit gekommen. Stell dir mal vor, er wäre in dem Wald und da ist Bärstadt. Und wir verlaufen uns erst. Und er weiß überhaupt nicht mehr, wie er wegkommt. Ja? Immer der Nase nach. Aber ist ja kein Problem, denn wir finden den Schatz. Julian, wir haben den Schatz gefunden. Ja, das ist solche Sachen dann, das ist dann, ich sag mal, der Weg ist das Ziel bei solchen Geschichten, ne? Ja, aber der Schatz ist nicht mal vergraben, er ist einfach irgendwo an einen Baum
Wir haben Sonne und drin ist Schokolade. Okay, ja. Nehme ich so hin. Das war bestimmt so eine Art Schnitzeljagd der Eltern sozusagen in der Geschichte. Und die haben das dann besorgt. Das ist jetzt kein Schatz gewesen. Ich muss leider drauf zu sprechen kommen. Vielleicht möchte es der eine oder andere verbergen. Aber wir finden... Was kommt jetzt denn? Wir finden, und ich zitiere das, Negerküsse. Ein Wort, das man natürlich heute nicht mehr sagt. Ich finde das aus dem Aspekt interessant, weil wir das N-Wort in einer anderen Folge auch haben, die uns das ZDF bis heute verweigert. Und wir glauben, es liegt daran. Jedoch haben wir die Folge 14 zeitgleich in einer Bestellung mit der Folge 28, doppelt geklebt, hält besser, in dem das entsprechende Wort nochmal vorkommt, bekommen. Die 14 hat uns das ZDF geliefert. Fände ich auch ein bisschen... ein bisschen arg, deswegen solchen Begrifflichkeiten dann nicht mehr senden zu wollen, nicht aber mehr was rauszugehen. Ist denn das dann muss man im Kontext Grund? Der Zeit sehen. Also ich mein, was ist denn dann der Grund bei Folge 28, dass wir die verwerten Wie heißt bekommen? Die Folge 28? Doppelt geklebt hält besser. Müssen wir nochmal besprechen, dann müssen wir auf die Suche gehen. Also ich glaube, wir haben bis jetzt noch keine der gesperrten Folgen hier besprochen. Okay. Und dann wird das was anderes sein. Also nur so eine Begrifflichkeit, also vielleicht ist ja was Stärkeres, Kritischeres, was man jetzt heute wirklich nicht mehr zeigen darf. Das ist natürlich auch nicht mehr zeitgemäß, das ist mir vollkommen klar, zum Glück. Aber ja, also wegen so einem Wort, da könnte man eine andere Lösung finden. Ne? Schön finde ich, das ist eine Sechserpackung für 4 Schatzsucher. Jetzt frage ich Patrick, hat denn da jeder noch seinen Anteil bekommen? Ich denke ja, und ich glaube, das war nicht nur eine Packung. Ja, okay. Also ich finde es halt so großartig, das ist so undurchdacht irgendwie, aber... Was mir immer natürlich einfällt, wenn ich so einen Schaumkuss sehe, ist das Matschbrötchen. Ja. Kennt ihr das auch noch aus der Kindheit? Ein schönes Matschbrötchen? Ja, aber ich kenne es unter deinem Begriff. Konnte man bei uns beim Bäcker sogar bekommen. Ist dunkel, ja. Ich glaube, wie hieß es? Es gab noch andere Namen dafür. Ja, Matschbrötchen, Schokokussbrötchen. Das schmeckt sogar relativ gut. Also man nimmt einen Schaumkuss und lässt ihn dann von 2 Brötchenhälften so zusammen. Ja, aber es ist auch wirklich immer so, dass du dabei nicht ungekleckert davon kommst. Also natürlich nicht, das ist richtig, ja. Diese Schaummasse, die geht halt immer bei Brötchen links und rechts. Ich gehe ja gleich nochmal in den Supermarkt. Ich glaube, ich kaufe mir mal gleich diese kleinen Schaumküsse, diese dreifarbigen. Das ist purer Zucker, Julian. Diese dreifarbigen. Und die müssen dann nämlich in den Kühlschrank gelegt werden. Lange in den Kühlschrank, dann schön kühle. Diese ganz kleinen, diese kleinen Strolche, wie die heißen. Julian, ich habe die mal selbst gemacht. Das ist nur Zucker, das weißt du, ne? Und weiter? Wo ist jetzt das Problem? Achte auf deine Dann hole ich mir noch ein paar Erfrischungsstäbchen. Die haben eine richtig schöne, die sind ja knusprige Zucker. Umhüllung. Oh mein Gott, nein. Die sind voller, man sieht mich ja nicht, aber du glaubst nicht, wo man da hinkommt, wenn man nur Negerküsse isst. Ist es so schlimm? Nein, oder? Siehst du. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal keine Löwenzahnfolge ohne einen Blick ins Reich der Tiere. Völlig sinnlos. Also diesen Einspieler bitte erklären mir, was soll das jetzt? Der Hund Willi findet einen Igel und wir bekommen jetzt einfach einen random Einspieler über Igel. Über Igel, genau. Warum? Genau. Warum? Es gab ja zu dem Zeitpunkt noch keine Igel-Folge und das ist einfach jetzt, das ist Füllmaterial, würde ich sagen. Das hat mit der Geschichte nichts zu tun. Es geht so ein bisschen über den Spürsinn, das verstehe ich, aber wir bekommen es anhand von einem Hund erklärt. Und ich frage mich in der Tat, warum schaffen das Hunde jedes Mal? Klar, wir wissen anhand des Geruches, ne, und so weiter. Aber wirklich ist halt der Hund ein viel, viel besserer Wegfinder. Aber warum bekommen wir dann Igel erklärt? Ja, nu. Apropos Igel, da habe ich noch einen 10-minütigen Film für euch, Kinder. Ja, genau. Gut, dann können wir das im Prinzip auch ein bisschen überspringen. Die Karte wird übergeben an Peter, denn der ist ja wohl wirklich, also der kann zwar wirklich, der hat alle Tricks in der Schatzsuche und im Geocaching und allem drum und dran drauf, aber aus dem Wald finden tut er trotzdem nicht, dafür die Karte. Bis Neustadt schafft das, ab da kann er sich wieder ein Taxi holen. Und die Kinder ziehen von dann. Möchtest du noch was dazu sagen oder soll ich zur Schlusspointe kommen? Nee, mach ruhig. Die schönste Pointe überhaupt, glaube ich, Peter und Rude verlaufen sich wieder und wir beginnen mit denselben Sätzen, wie wir sie begonnen haben. Wir enden mit denselben Sätzen, wie wir sie begonnen haben. Wo bist du, Trude? Peter? Ich habe mich verlaufen. Es ist schön gemacht. Es ist schön gemacht. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Der Abspann läuft. Wir danken ganz vielen Leuten. Patrick natürlich nicht, aber er ist aufgeführt unter und viele andere. So. Ich verstehe diese Abspänner einfach in vielen Punkten nicht. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir Kinder nicht aufgeführt wurden. Also nicht, dass ich darauf Wert lege, aber hat es mit dem Jugendrecht zu tun gehabt damals? Ich weiß es nicht. Also wir können dir sagen, Jugendschutz, Entschuldigung.
wir haben jetzt hier wirklich, keine Ahnung, über 70 Folgen besprochen. Die Abspende sind absolute Willkür. Es ist wirklich teilweise Darsteller, die keinen Satz gesagt haben, die stehen drinne. Andere, die wirklich Protagonisten mit, keine Ahnung, wichtigem Inhalt war, die werden nicht aufgeführt. Es ist völlige Willkür. Wir können es aber auch wirklich, es gibt kein Muster dahinter. Ja, stimmt. Ja, dann kommen wir zur Bewertung. Ich bin sehr gespannt, Seth, was du zu dieser Folge sagst, weil das ja nicht so deine Lieblingslöwenzahnzeit ist. Ja, das stimmt leider. Das stimmt. Aber leider. Es gibt ja mehrere Kategorien, da kannst du ja, da musst du ja objektiv sein. Ja, es gibt nur eine Kategorie, bei der ich wirklich subjektiv mitwirken kann. Der Rest ist ja leider realistisch, denn wir fangen erstmal an mit Lerneffekt. Was hast du denn gelernt, Julian? Hast du, oder ich frage mal andersrum, Julian, kannst du jetzt mir die Sonnenuhr nochmal erklären und nachbauen? Als Kind hätte ich das mit der Sonnenuhr richtig gut gefunden. Und der, gut, da kann man natürlich sagen, jetzt beim Lerneffekt kommt der Igel einfach noch on top. Den hat man quasi noch eingefügt, damit da noch ein bisschen was rauszuholen ist. Ansonsten, boah, ich würde mal so eine 7, 6, 7, ich gebe mal 7, weil ich denke, du gibst weniger. Ich gebe mal 7 von 10 Punkten. Ich gebe 6 und hätte ich das gesagt, hättest du eh die 7 genommen, damit wir immer auf einem kleinen 0,5 Plätzchen landen. Ja, sehe ich ganz genau ähnlich. Es ist eigentlich sehr, sehr viel schöne Sachen dabei. Teilweise Sachen, die man halt auch nicht wirklich im Leben braucht, aber trotzdem schön sind anzugucken. Naja, gut. Patrick, wir bitten dich natürlich auch gerne, auch wenn es deine Folge ist mit persönlichen Erfahrungen, die Folge mit zu bewerten. Was würdest du denn lerneffekttechnisch geben? Also lerneffekttechnisch, ich fand es nicht schlecht. Wir haben die Sonnenuhr halt kennengelernt, wir haben den Umgang mit dem Kompass gelernt. Ja. Ich habe gelernt, mit der Karte umzugehen. Und nebenbei uns Kindern wurde es tatsächlich erklärt, jetzt nicht während der Aufnahme, sondern auch hinter der Kamera wurde uns das gezeigt. Ich glaube, das war der Regieassistent, weil wer halt bei der Bundeswehr war, wusste, wie man mit einem Marschkompass umging. Und das hatten die uns dann tatsächlich gezeigt und wir haben es ausprobiert mit diesem Kompass. Also ein Lerneffekt war da. Ich würde auch sagen, 6 und 7, vielleicht 7 dafür, dass gezeigt wird, dass schlechter Gesang sozial integrierbar ist. ja, doch. Eine 7 würde ich schon geben. Okay, wunderbar. Julian, gehen wir eine Stufe weiter. Ja, super, gerne. Ich glaube, auch hier würden wir beide mal hoch bewerten, ja, oder? Ja, ja, okay, ja. Alles klar, los geht's. Realismus. Ja, also da halte ich mich tatsächlich sogar zwischen 9 und 10 auf, weil das eben genauso passieren kann. Man könnte jetzt sagen, ja, dass sie sich jetzt verlaufen haben und ach, das ist... Ist das so eine Masche von dir, immer zwei Zahlen zu nennen, damit ich gezwungen bin und du das andere gibst? Ich denke mal, dass du deins ja schon aufgeschrieben hast. Ja, ich mache meins oftmals so aus dem Gefühl. Ja, eben, deswegen, ich sag jetzt nichts mehr immer, wenn du deine zwei Zahlen sagst, es nervt mich. Das ist ich ein System, 10. das du seit 20 Folgen machst. Ich gebe 10. Ja, ich habe auch 10. Du hättest 9 gegeben, hätte ich die 10 gesagt. Ja. Ich glaube auch, dass 9,5 richtig ist. Das ist kein Nein. Das ist schon realistisch, aber nicht ganz realistisch. Aber, Fragen wir doch einfach mal, wen der vor Ort war, denn für ihn muss es ja realistisch pur gewesen sein. Also für mich, ich würde sagen realistisch 9. Ich meine, zwei Erwachsene verirren sich und treffen sich auf Kinder, die wirklich spielen und sich offensichtlich ganz genau auskennen. Er hat recht. Wir sind Betriebskind geworden. Die Kinder werden ja nicht mal gefragt, sag mal, in welche Richtung geht es denn hier zur Stadt? Er hat recht. Ja, weißt du, wir haben hier bei Löwenzahn inzwischen schon so viel Absurdes gesehen, Geister und sprechende Tiere, dass wir sagen, Moment mal, das ist doch eine 10. Ja, das ist wirklich so. Wenn du halt wirklich sprechende Maulwürfe kriegst, dann sind halt solche Waldgeschichten eine absolute 10 eigentlich. Ja, aber gut, ja, das ist auch okay. Na gut. Ja, oder sie haben halt auf den Brezelhäuschen-Effekt gesetzt, aber ich weiß es nicht. Also das ist so Hänsel und Gretel-mäßig war es ja nun wirklich nicht. Gerade bei so einem Außendreh, wenn du sagst, der Regisseur hat euch dann da Sachen erklärt, war Peter trotzdem irgendwie nahbar oder war er bei solchen Sachen im Prinzip für euch gar nicht greifbar? Doch, der war da. Also war natürlich, wenn ich es mich recht erinnere, durchaus aber immer beschäftigt, die Dinge zu organisieren, wie die Abläufe sind, die Produktionsabläufe. Ja. Aber der Peter hat sich durchaus Zeit genommen, sich mit uns zu beschäftigen. Wenig natürlich. Wie gesagt, ist ja doch Arbeit letztendlich, was da geschehen ist. Ist auch interessant, weil es gibt ja die Legende, Peter mag keine Kinder, was daraus entstanden ist, dass er sagte, ja, die stören beim Dreh und so weiter. Das wird natürlich jetzt klarer, wo wir die ganz alten Folgen sehen, weil da sind ja deutlich mehr Kinder dabei als später. Ne? Also das ist ja schon eine richtige Rasselbande, die ihr da wart.
Also erstens war er nicht kinderfeindlich oder Kindern gegenüber negativ eingestellt, niemals. Man muss es wirklich, jeder, der jetzt in den letzten 2 Jahren Homeoffice gemacht hat, der wird verstehen, was er gemeint hat. Man ist professionell unterwegs, man will seine Arbeit machen. Und dann hat man halt 10-jährige Kinder, die umherspringen, Interesse zeigen und Fragen im Bauch permanent. Ja, vor allem, wenn man die ganze Folge vorkommt, dann wird es halt wirklich ein bisschen quengelig und dann ist es halt einfacher und ich glaube, das kennen Julian und ich auch, wenn man dann irgendwie Produktion hat, bei dem man im eingeschweißten Stammkreis ist, dann weißt du halt, das sind heute 2-3 Stunden früher, die ich gehen kann. Das ist halt, das ist immer schön. Naja, gut. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zur Unterhaltung kommen, die Patrick natürlich zuerst bewerten muss, damit ich hier als Buhmann rausgehe. Wie viele waren denn jetzt bei diesem Außendreh dabei? Wir haben nämlich jetzt vor kurzem mit aus der Fritz-Fuchs-Ära jemanden eine Folge besprochen, wo halt wirklich wieder ein kleines Team ist, aber dann doch mehr, als ich dachte, im Hintergrund waren. Beim Käferzoo wussten wir es jetzt auch schon. Wie war es denn hier draußen im Wald? Das waren nicht viele. Kameramann, Kameraassistenz, wie gesagt, das war der Nudistenvertreiber. Maske, der Peter, unsere Betreuung. Dann lass noch 1-2 Leute dazukommen. Auf wie viel kommen wir? Das sind unter 10 Leute. 6-7? Ja, unter 10 Leute würde ich sagen. Das war nicht viel. Okay, auch ungefähr so doch ein bisschen gleich. Ja, gut. Okay, Julian, bist du bereit, dass wir uns streiten? Die Folge super. Ja, schön, dann schauen wir doch mal. Unterhaltung. Patrick, fang doch mal bitte an, damit ich hier der Böse bin. Wie viele Zahlen darf ich nennen? Von 1 bis 10, von 0 bis 10 darfst du dir eine Zahl jetzt aussuchen. Gut, also nicht 2, gut. Unterhaltung, das war mittelmäßig. Ich würde sagen 6. Also, wie ihr es ja auch beschrieben habt, die Filme, die gezeigt wurden, das wirkt alles so ein bisschen gedrungen oder füllend, sage ich mal einfach. Ich würde eine 6 geben. Julian. Ich gebe eine 7. Ich fand die Folge sehr schön. Also, mich hat es damit gekriegt, dass der, Verhältnis gesehen, ist jetzt keine 8, 9 oder 10. Ne? Das ist immer eine 7, ist aber, denke ich, okay. Für mich, ich fand das Lied wundervoll. Ich mag so eine Ausflugsstimmung. Ich fand es auch schön, dass die Kinder da alle dabei waren. Das war irgendwie eine schöne, harmlose Folge. Ich habe sie 2-mal geguckt, sie hat mich beides mal nicht gelangweilt, habe aber allerdings wirklich die Bildergeschichte überhaupt nicht mitbekommen. Auch irgendwie so, also ganz komisch, wie schnell man dann doch abdriftet, wenn man gar nicht interessiert ist. Es ist doch interessant, dass so eine Folge es auf Platz 30 schafft, wo wir gerade von 69 Plätzen jetzt insgesamt sprechen. Das ist ja auch unsere 69. Folge. Trotz meinem einen einzigen Punkt, den ich in dieser Folge gegeben habe. Das ist nicht meine Welt. Das tut mir wirklich leid. Das ist wirklich... Ich kann auch mit diesen unfassbar langen Szenen einfach überhaupt nicht klarkommen. Ich mag das auch nicht. Ich bin ja auch ein bisschen kritisch, was so Schnitt angeht, weil ich wirklich ganz gerne und seit, glaube ich, 15 Jahren an Videos rumdoktere und schneide. Und ich hasse diesen langen Stilmittel, wenn ein Satz oder eine Szene beendet ist, man trotzdem noch so 5 Sekunden draufhält, da kriege ich innerlich Aggression. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber das ist natürlich persönliche Bewertung und so ist die Unterhaltungsschiene. Ja, das ist auch wirklich, das muss man schon sagen, so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ja. Also das war halt so das Kinderfernsehen damals. Dann guckt ihr mal bloß nicht Luzi Schrecken der Straße oder sowas an. Ja, das kenne ich sogar. Das ist halt so, es ist eine andere Zeit gewesen. Man kann damit was anfangen, mag das oder nicht, das ist total in Ordnung. Ich möchte mal einen Aufruf starten, wer irgendwer noch da draußen 1-2-3 Bein kennt. Das war nämlich eine ganz, 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 ganz kleine Serie und die ist total weird, weil das ist irgendwie ein Typ mit 3 Beinen, der durch die Welt rennt. Das ist so, warum? Das verstört mich als Kind, lass so etwas sein, warum gibt es das? Okay, das kenne ich tatsächlich nicht und ich halte mich immer für so ein altes fernsehnerdiges Kind. Ich habe alle Fahrer. Schlimmer fand ich ja in den 90ern die Teletubbies, also da ging es ja ein Mann mit 3 Beinen ja richtig Luxus. Ja, okay, aber das halt auch irgendwie so ein, das war ja für Babys, ne? Und manche Sendungen waren halt für Kinder, aber es war halt einfach nur total
komisch. Also es war wirklich eine, es war, glaube ich, sogar ein Zyklop, also jemand mit einem Auge, so einer schlechten Mütze aufgesetzt. Sehr gruselig. Und drei Beinen. Es, ja, natürlich ist es gruselig. Das wäre gar nicht ziemlich gut. Und das guckst also du als Kind. Das schon mich hat es bei der Sesamstraße irritiert, wenn die Puppen irgendwie anders aussahen als sonst. Zum Beispiel gab es eine Figur, das war so der erste Lulatsch, der hatte in einer Szene plötzlich drei Augen. Und das sollte dann so ein Endgag sein. Ich habe da nicht schlafen können. Oder einmal hat Ernie Bert die Nase abgenommen. Das soll witzig sein. Und hat ihn die dann an die Stirn gebappt und so. Und ist das hier richtig? Nein. Am Kinn ist sie hier richtig? Nein. Und ich so, oh. Das, ja. Es gibt leider viele Sachen im Leben. Also ich glaube, so die Hälfte vergisst du in deinen Jahren 1 bis 6, würde ich jetzt mal grob schätzen. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die bleiben dir aber richtig stark im Gedächtnis und wahrscheinlich auch dein Leben lang. Ja, wahrscheinlich, ja. So wie diese Folge, die ab heute. Immer der Nase nach. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Das Lied auf jeden Fall. Das Lied bleibt. Ja, mal gucken. Das Lied bleibt. Wenn sonst nichts bleibt von der Folge, das Lied bleibt. Ja, lass mal klingeln. Ich lass mal klingeln. Feedback. Ja, wo du eben schon nach irgendeiner Serie gefragt hast, möchte ich das auch nochmal kurz machen. Und zwar wurde mir zugetragen, ich soll euch bitte fragen, ob ihr die Serie Lukas mit Dirk Bach kennt und wie ihr die fandet. Nee. Nee, die Sitcom Lukas aus dem ZDF. Patrick, Du? Sagt mir was, habe ich mit Sicherheit gesehen. Ach, interessant. Du sagst, sag mir das zuerst, sag gar nichts und ich könnte das ganze Lied singen und würde jetzt dann richtig mit euch abnörden wollen. Ja gut, dann machen wir das halt nicht. Also die Antwort ist, im Grunde, das Löwenzahn-Team kennt's dich. So, okay. Dann hat der Yannick noch gesagt, der Spruch im Dienste der Wissenschaft, die Figur von, wie heißt er noch? Der Sascha Grammel, genau, ist Professor Dr. Peter Hacke. So, das ist wahrscheinlich einmal witzig wegen Hacke-Peter, oder? Ah. Hackfleisch-Burger. Ah. Ist mir nicht aufgefallen, ich habe das schon dreimal gelesen. Ah, ja. Okay. Und der Yannick hat uns vor allen Dingen ein Bild gemalt, das möchte ich an dieser Stelle bei YouTube einblenden. Ich habe es auch in meine Instagram-Story gepostet, weil ich es gar so niedlich fand. Also wir haben jetzt richtig auch so wie Löwenzahn das Ziel erreicht. Wir haben eine Zielgruppe, die wir nicht definieren können. Also wirklich, das geht so von 10, 12 Jahre aus bis hin zu Ü50. Yannick ist 12. Ja, ich weiß ja nicht, wer da noch. Also wir hatten ja schon ein paar Feedback von Leuten, die sagen, wir hören das mit Vater und Sohn oder Mutter und Sohn und Tochter und was auch immer. Wir wissen ja nicht, wer da draußen noch alles hört. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt anscheinend. Genau. Die ganz zotigen Gags finden nicht mehr statt. Ja, schade. Schade. Loki the Chemist hat noch geschrieben, weil wir uns ja gewundert haben, wie viele Tanten Peter eigentlich hat. Und er sagt, das ist ganz leicht möglich, so viele Tanten zu haben. Meine Mutter alleine war das 7. Kind der Familie, 6 Frauen davon. Und väterlicherseits gibt es auch nochmal 3 Tanten. Also er hat wirklich diverse Tanten. Und wenn das im Löwenzahnfall ähnlich ist, dann ist das möglich. Da kann Peter noch einige Tanten anschleppen. Da sage ich mal frohe Weihnachten. Ne? Da scheint es ja ziemlich abzugehen dann. René muss dich loben. Weil du dich sehr persönlich positiv entwickelt hast in den Löwenzahn-Folgen. Am Anfang merkte man, dass du nicht so recht Lust hattest. Vor allen Dingen bei Fritz Fuchs, nehme ich mal an. Und jetzt blühst du ja auf mit Funfacts. Also das möchte ich ganz kurz widerlegen. Lustlosigkeit lasse ich mir nicht vorwerfen, weil da war früher noch ein bisschen mehr Recherche und wer Folge 50 von uns gehört hat, weiß, wie viel Arbeit eigentlich noch im Hintergrund passiert. Es ist aber in der Tat so, ich habe ja die alten Folgen einmal angehört, auch bei der Folge mit Patrick ist das noch so, ich spreche da ungefähr so, ja, okay. Ja, Julian, wir kommen ja jetzt ein Stückchen weiter. Das liegt nicht daran, dass ich lustlos bin, sondern das ist wirklich der erste Podcast, den ich jemals in meinem Leben mache und ich habe wahnsinnig Respekt davor gehabt. Und jetzt schäumst du über vor Podcasts. Die ersten 20 Folgen habe ich wirklich, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass ich das Ganze nicht gewuppt kriege. Ja, und jetzt kannst du nicht genug kriegen. Ja, jetzt haben wir Folge 69. Ich glaube, wenn es jetzt scheitert, dann liegt es an was anderem. Die Nicole hat sich übrigens sehr gefreut darauf, dass wir den Patrick letzte Woche angekündigt haben. Weil das ja im Prinzip, weil wir nächste Woche machen, wir noch Folge 70, wieder eine besondere Folge. Wartet mal ab, was da passiert. Und sie sagt, jetzt kommen ja sozusagen gleich 2 Specials. Das stimmt. Vielen Dank, Nicole. Genau. Du wirst wirklich hier sehr geschätzt. Das ist wirklich ja, so. Ja, absolut. Ja. Also das haben auch öfters im Laufe der Monate immer wieder Leute gefragt. Und das ist immer deine Folge, gehört immer noch den meistgehörten Folgen hier bei uns. Und wir haben sie natürlich auch genannt, Zeitzeuge Patrick. Erzählt vom Käferzoo, weil das muss ja natürlich ganz klar werden, wenn wir hier schon mal jemanden haben, der wirklich auch damals dabei war und dann in der Urzeit von Löwenzahn, das muss natürlich, das wird immer wieder gehört und immer wieder auch gewürdigt.
Leider ist es auch nicht selten, wenn wir gucken, wer spielt in der Folge mit, dass wir ein kleines Todessymbol neben dem Namen stehen haben. Es ist, ja, ich meine, Peter Lustig und Helmut Krause alleine jedes Mal steht ein Todessymbol. Es ist leider so, dass es viele nicht überlebt haben. Genau, da macht es dann natürlich Sinn, die Kinder haben zum Glück, wo man auf Holz klopfen, alle noch überlebt. Ja, das selbst Trude lebt noch. Ja, das stimmt. Du darfst dir eine Folge wünschen, aber erst für übernächste Woche. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das jetzt in die Fritz-Fuchs-Ära geht oder nicht. Dazu muss ich wieder ein bisschen ausholen, das tut mir leid. Und zwar, wir machen nächste Woche... Tut mir leid, ich mach's aber trotzdem. Ja, natürlich. Ihr habt doch keine andere Wahl. Ihr könnt Pause drücken oder das X rechts oben oder euer Abspielgerät ins Wasser. Bei Spotify kann man so auf plus 15 Sekunden drücken. Drückt da jetzt mal 3-4 Mal drauf. Jetzt schweige ich einfach 30 Sekunden. Okay, also los. Okay, nein. Nächste Woche haben wir Folge 70. Dort können wir sagen, dass wir mittendrin Folgen besprechen. Und zwar erstmal die erste Folge und zwei weitere, die werden wir nach der Endcard einfach bekannt geben. Nach dem Outro in der Endcard einfach bekannt geben. Und es gibt eine neue Regelung, denn ihr fragt ja auch, wann kommt denn Pusteblume? So, das Problem ist, Pusteblume ist im Prinzip dasselbe wie Löwenzahn. Es wird ja aufgrund eines kleinen Streits im Prinzip einfach nur fortgesetzt. Man hat Folgen einfach nochmal wieder aufgearbeitet. Ich habe jetzt gesagt, lass uns einfach Pusteblume hier mit besprechen. Und deswegen ist das auch mein nächster Wunsch. Ich wünsche mir Staffel 1, Folge 1, 1979. Ich sehe was, was du nicht siehst, oder auch Peter schaut genau. Pusteblume hat immer einen Zweititel mit dabei. Das wird das, was wir besprechen werden. Folge 70 mitten in Folge 71. Klar, dass das Kinderfernsehen der 70er noch eine Spur dröger ist als das der 80er. Ja, aber womit sollen wir denn sonst beginnen? Also ja, anders gut, geht's okay. Ja nicht. Das muss Folge 1 sein. Früher denn je als alles andere. Früher kann nur noch Peter und der Atze werden, was wir besprechen werden. Ansonsten ist das mein Wunsch für in 2 Wochen. Okay. Ich finde es super spannend, das finde ich toll. Weil ich meine, wo wir Kinder damals Peter kennengelernt haben, war er ja schon die Film- oder die Kinder-Filmfigur für uns überhaupt aus dem Fernsehen. Mhm. Trotz Staffel 1 und 2, ne? Ja. Und das hat er innerhalb dieser 2 Staffeln geschafft, dass er bei uns Kindern allen präsent war. Das ist Wahnsinn. Ja, vor allem, wenn man das jetzt so auf Festplatte sieht, das sind ja auch nur, was weiß ich, 20, 24 mal 20 Minuten, aber damals war das halt eine wahnsinnige Präsenz, die man da hatte dadurch. Ja. Ne? Es ging in den Staffeln noch immer weiter, immer wenn Julian irgendwelche Leute anfragt, die damit dabei waren, dann ist auch immer die Aussage, du, da ging es eigentlich nicht um Gehalt oder sonst irgendwas, Peter ist eine Legende, da geht es nur ums Mitmachen. Das stimmt. Und das wird immer, je weiter die Staffel, hieß es einfach nur, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich bei Löwenzahn, obwohl das ja eigentlich nur so eine kleine ZDF-Low-Budget-Produktion ist. Das ist Wahnsinn, ja. Also damit hast du... Okay, dann gucken wir uns mal an, wie alles angefangen hat, wie er zum Kinderstar wurde sozusagen. Die allererste Folge Pusteblume, bin ich sehr gespannt. Von Pusteblume kenne ich auch längst nicht alle Folgen, ich weiß gar nicht. Die erste, wenn das die ist, ist das die schon, wo er sagt, wo er wie so durch seine Brille guckt und dann sagt, ich sehe Schmutz und dann sind die Kinder eingeblendet, aber durch die Blume, durch die Brille? Was war das gerade? Ich glaube, es gibt so einen Satz, wo er irgendwie durch die Brille guckt und dann sieht er, und was sehe ich jetzt? Dreck oder so. Und dann sieht man halt durch seine Brille durch und auf die Kinder, die aber eben durch die dreckige Brille gezeigt werden. Ich glaube, das ist sogar in dieser Folge schon. Also, das ist ja schon ein Meme. Das ist ganz sehr wirklich. Ja, klar. Das kannst du bei TikTok nochmal rumschicken. Ich glaube auch. Okay, dann machen wir das so. Nächste Woche Special, in 2 Wochen dann die frühen Anfänge und dann werde ich mir aber wieder was ganz Modernes wünschen, um den Kontrast richtig zu setzen. Okay, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du nochmal bei uns warst, hinterm Bauwagen. Ja, ich bedanke mich. Ich schicke dir als Gage deine ganzen Löwenzahn-Folgen die Tage rüber. Und freue mich wahnsinnig, dass du uns so wohl gesonnen bist. Hat dir das auch ein bisschen Spaß gemacht? Du hast letztes Jahr gesagt, das war dein allererster Podcast, ne? Richtig. Nein, sensationell. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat letztes Jahr Spaß gemacht. Es hat jetzt Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Jahr dann. Ja, wir auch. Wer weiß, wofür ihr mich dann wieder einladet. Erstmal grasen wir natürlich deine Folge. Ich habe mir deine Folge mit dir ab, das ist ja klar. Oh, dann machen wir zum Hypnotiseur, der mir dann so die Erinnerung wieder hervorholt. Ja, kannst ja immer ein bisschen was dazu dichten. Das können wir ja nicht mehr nachprüfen. Ne? Also die Nudisten ist natürlich schon Kracher, das ist klar. Ja. Solche Dinge bleiben dann doch irgendwo hin. Ja. Gut, ich verabschiede mich. Dankeschön, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Freunde, der Patrick, der ist schon weg, der ist ja alt, der muss ja jetzt schlafen gehen. Aber wir sind noch fit dabei und nennen euch jetzt die Mittendrin-Folgen, die ihr schauen könnt, wenn ihr möchtet, die wir auf jeden Fall detailliert besprechen, was wir dann noch nebenbei schauen zur Folge 70. Das gucken wir mal nur zur Fun-Fact-Erwähnung. Folge 1, Staffel 1 ist In einem Bachbeet von Mittendrin, 1989. Ich wünsche mir außerdem Staffel 2, Folge 15, beziehungsweise Folge 2 in der Staffel 2, In einem Supermarkt. Und Julian, was wünschst du dir denn noch? Ich wünsche mir die vorletzte Folge mit Peter, bevor er Anja Franke übernahm, warum auch immer. Auch nicht lange. Im Zoo. Im Zoo, die Folge 32. Okay, im Zoo. Also, im Bachbeet, im Supermarkt und im Zoo. Da freue ich mich drauf. Ich weiß überhaupt nicht, was uns da erwartet. Ich weiß nur, Mittendrin war ja so an eher Jugendliche gerichtet, wenn ich das noch im Hinterkopf habe. Ne? Ja, da gab es auch Sachbücher in der Schule. Okay, auszuleihen das dazu. Heißt, das ist so meine jetzt müssen wir die Anforderungen hochschrauben. Jetzt kommt keine Bildergeschichte, denke ich mal. Naja. Jetzt wird es ein bisschen ernst. Ich freue mich drauf. Wenn ihr euch auch freuen wollt und mit vorbereiten wollt, dann wisst ihr jetzt, was ihr zu tun habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sage tschüss. Abschalten.